So, ja, weiter geht's. Ich hoffe, ihr habt eure Arbeitskollegen mit eingeladen und seid jetzt mit dem gesamten Team vor der Kamera, logischerweise im Homeoffice. Aber heute haben wir den Übergang nicht nur von der Brust zur Lendenwirbelsäule, sondern auch das Becken mit dem Visier. Wir beginnen erst ganz einfach. Denkt daran, wenn ihr eher zu Verspannungen neigt, dann versucht den ersten Teil ein klein wenig auszudehnen, dass gerade die Lockerung im Schultergürtel so ein bisschen im Vordergrund steht. Wir beginnen im Stand. Ihr beginnt mit einem ca. schulterbreiten Stand. Wir korrigieren logischerweise wieder unsere Haltung. Das heißt, wir sinken ein klein wenig zusammen, rollen langsam auf, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken die Schultern ab. Noch einmal. Wir sinken zusammen, rollen langsam auf, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken ab. Wir mobilisieren kurz den Schultergürtel. Kreist locker nach hinten unten und versucht immer lockerer im Schultergürtel zu werden. Die Schultern bleiben schön tief bei dem Kreisen nach hinten und wir kommen zum Wechsel. Eine Schulter nach hinten und die zweite Schulter. Wenn ihr diese Übung macht, dann wie gesagt, baut das ein kleines Stück aus, habt ihr eine sitzende Tätigkeit, neigt ihr zu Verspannungen, könnt ihr gerne diesen ersten Teil, auch diese Wechselbewegung, gern über 5 Minuten ziehen. Ihr werdet merken, die Muskulatur wird wärmer, wird mobiler und ihr merkt auch, die Beweglichkeit wird mehr. Gerade bei sitzenden Tätigkeiten ist das enorm wichtig, die Kräftigung tritt da so ein klein wenig in den Hintergrund. Wir werden diese Übung jetzt noch ein Stück weiter ausführen und drehen mit dem Oberkörper weit mit nach der Seite. Vielleicht schaut ihr mal in einen Spiegel und beobachtet dabei euer Becken. Und zwar sollte bei dieser Bewegung das Becken fest bleiben. Nur der Oberkörper trainiert. Diese Übung, die wir jetzt machen, ist ein wichtiger Bestandteil der darauf aufbauenden Kräftigung. Deswegen freut euch schon, heute wird es ein bisschen aktiver. Und wahrscheinlich werdet ihr auch so ein bisschen eure Herzfrequenz nach oben treiben, denn diese nächste Übung hat es dann in der Endversion schon in sich. Bis jetzt hättet ihr auch alles mit dem Sitzen machen können. Wir nehmen unsere Hände wieder ans Becken und beginnen mit kleinen Schritten nach hinten. Setzt ruhig den Fuß hinten ab, denn hier steht im Vordergrund ein mobiles Hüftgelenk. Also versucht einen weiten Schritt zu machen. Ihr wisst, der Stuhl kann hier ein super Begleiter sein, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass der eine oder andere, der hier von Anfang an mittrainiert hat, vielleicht jetzt schon mal nur mit einer Handfixierung arbeitet oder gar schon vorsichtig mal versucht, beide Hände wegzunehmen. Je stabiler ihr werdet, je sicherer ihr steht, umso sicherer ist auch der Gang draußen, wenn es doch mal kälter wird, wenn es Kletter ist. Ihr steht einfach stabiler und das Risiko hinzufallen wird weitaus geringer. Wenn ihr diese Schritte nach hinten macht, versucht jetzt mal einen Knicks zu machen. Das Becken bleibt fest in unseren Händen. Ihr macht einen Schritt nach hinten, macht einen Knicks, löst wieder auf, nach vorn und wechselt die Seite. Macht bitte euren Übungsablauf weiter. Ich möchte bloß ein klein wenig dazu erklären. Wichtig hierbei ist, wenn ihr den Schritt nach hinten macht, erweitert ihr diesen Winkel, der Oberkörperwinkel bis zum Becken, zum Oberschenkel zu. Das heißt, wenn ihr mit dem Oberkörper hier nach vorne geht, man tendiert da manchmal so ein bisschen dazu, ne? Weil es einfach ein bisschen aktiver ist, wenn man so mit dem Bein nach hinten kommt. Aber für die Mobilisation des Hüftgelenkes nützt uns das nichts. Deswegen bleibt Oberkörper aufrecht, setzt das Bein nach hinten und versucht den Knicks, also diese Kniebeuge, aus der Schrittstellung heraus so tief wie ihr könnt auszuführen. Stoppt, wenn ihr knapp über dem Boden seid und so tief kommt. Wir kombinieren jetzt noch die Arme dazu. Einmal bis dahin noch auf jeder Seite. Achtung, es geht folgendermaßen. Wir nehmen die Arme über Kreuz auf den Brustkorb. Setzen ein Bein weit nach hinten, machen den Knicks, die Schrittstellung, drehen weg von dem hinteren Bein, in die Mittelposition zurück, kommen nach oben und wechseln. Schritt nach hinten, dreht weg nach der Seite von dem hinteren Bein, kehrt in die Mitte zurück und nach vorn. Und wieder die erste Seite, dreht nach der Seite, wo das Bein vorn steht und wechselt die Seite.
Klasse. Wenn ihr merkt, dass euch diese Übung zu schwer fällt, dann macht ihr einfach den Knicks, also die Tiefe der Schrittkniebeuge, etwas flacher. Das ist überhaupt kein Problem. Jeder Schritt ist ein Schritt weiter in einen gesünderen Rücken hin zu mehr Stabilität und Sicherheit im Gang. Ihr könnt diese Übung gerne über 10 Minuten ausbauen. Und ihr merkt bei mir schon, langsam kommt die Atmung so nach oben. Ne? Das heißt also, es ist ein Herz-Kreislauf-Antrieb. Hier trainiert euer Herz-Kreislauf-System, eure Muskulatur und auch die Mobilität im Hüftgelenk. Ja? Also es sind viele, viele Reize, die ihr hier setzen könnt. Also drei Fliegen mit einer Klappe. Wir stoppen jetzt im nächsten Durchgang mit dem rechten Bein ganz weit hinten. Schieben das rechte Hüftgelenk weit nach vorn. Nehmen beide Arme weit nach oben, schaut auf die Ellenbogen, die bleiben gerade und ihr zieht die Finger nach hinten. Reguliert noch etwas nach. Löst auf und wechselt die Seite. Das andere Bein kommt nach hinten. Ihr schiebt das Becken vor, baut die Dehnung auf. Nehmt beide Arme nach oben, die Ellenbogen sind gestreckt, Finger nach hinten. Reguliert die Dehnung etwas weiter nach. Löst auf, kommt zurück. Und schon sind wir am Ende unserer heutigen Einheit. Wie gesagt, ihr könnt das gern ausbauen. Mehr Mobilisation oder mehr Kräftigung oder mehr Ausdauer. Legt den Schwerpunkt so, wie es für euch wichtig ist. Wir hoffen wieder, dass es euch Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Mal.